der Feine. Er war Gebrauchsgrafiker und das war irgendwie auch sein Leben. Und er hat ja das Bild des Tiroler Fremdenverkehrs auch geprägt. Aber er hat ja wirklich für alles geworben, fürs Impfen, fürs Milchtrinken, für Bier, fürs Museum. Und natürlich ganz wichtig, und das sind auch Zeitdokumente für die Olympiaden. Zelda hat ja doch schon einen Ruf gehabt, er war der Werbegrafiker im Lande. Er hatte beste Kontakte und er hat doch sehr viel seiner Zeit, seines Wissens, seiner Kontakte jetzt in den Dienst der Kollegenschaft gebracht. Es war ja einfach noch nicht die Zeit des Fernsehens. Klar, das Fernsehen gegeben, aber man ist vermehrt einfach öfter ins Kino gegangen. Und da hat er erzählt von dem Erlebnis, das erste Mal die eigene Arbeit, man hat er mit dir projiziert, in dieser Leuchtkraft und Schärfe und, zu sehen. Aber sonst hat er über seine Erfolge nicht berichtet. Er war relativ früh einfach schon erfolgreich. Und das hat auch jeder gewusst, weil seine Plakate waren ja omnipräsent. Das war ja, hat zum guten Ton gehört, dass man ein Zählerplakat hatte, oder? Das war eine Prestigesache. Also wenn ich jetzt den Innsbruck-Schriftzug ansehe, der arme Arthur, wenn er das sehen würde. Na, habe ich gedacht. Noch dazu ist das oben das Apostroph schief noch. Also ein Drama, ein Drama. Ja. Bescheidener Mann. Er war selbstbewusst und trotzdem sehr bescheiden. Es ist ihm ein bisschen geschenkt worden, auch sein Talent. Das hat er schon gewusst. Aber ich finde, vielleicht bin ich auch eine der wenigen, die das sagt, aber ich finde, er war doch irgendwo ein bescheidener Mensch, was seine Arbeit betrifft. Beim Arthur Zelger möchte ich nicht sagen, eigentlich, dass er Vorbild gehabt hat. Er hat aus sich und aus seiner Zeit geschöpft. Es hat zwar, zu dieser Zeit hat er mir erzählt, wie er das Bischelplakat gemacht hat mit dem Handkuss, hat es so etwas Ähnliches gegeben, aber das sind Zeitströmungen, die, glaube ich, ein Künstler aufnimmt und die er dann wiedergibt. Es waren eben die Polen und es waren die Schweizer. Die Polen, die waren die malerischen und die Schweizer, das waren eben diese trockenen Ästheten. Und ich weiß, wir haben mal gesagt, wie die Schweizer die Plakate aufhängen. In jedem Plakat geben sie einen Rahmen. Also es wird hochgeschätzt. Es wird nicht so aufgekleistert, sondern es wird geschätzt. Und ich nehme an, das hat ihm schon ganz gut gefallen auch. Man hat in Diskussionen mit ihm immer aufpassen müssen, dass man nicht irgendwo in eine Falle tappt oder was nicht mitkriegt, was er jetzt gerade hintergründig gemeint hat. Wir haben ihn ja gut gekannt, aber anderen ist es so gegangen. Und sein Arbeitsmotor, wenn man so sagen kann, war das und Bessere. Strich. Ja, und das Bessere ist der Feind des Guten. Ja. Wenn die Mama mal gesagt hat, ja, das ist eh schon gut, das ist her, dacht auf, das ist eh schon so gut, dann hat er gesagt, das Bessere ist der Feind des Guten. Ich denke so, also was ihn wirklich beeinflusst hat, war schon das, was auch im Buch vorne drin steht, diese Aussage vom Binder, was ist Design, ja. und Design ist immer eine Motivation und Design hat eine Funktion, und also das war sein Credo in der Gestaltung. Ich hab gespürt, dass der Zelger, weil das habe ich ja gekannt ein wenig, was er da so gemacht hat über die Jahre, dass der was kann. Nicht? Also ich habe gefühlt, das ist wir blamieren uns nicht, das ist eine Qualität, die der hat in seinem, in dem, was er tut. Und das freut mich auch, dass das, sonst säßen wir heute nicht zusammen. Er war ein Könner, ein künstlerischer Grafiker, der dieses unbeschreibbare Etwas mehr gehabt hat als andere. Das habe ich schon gemerkt, in seinen Plakaten und seinen grafischen Sachen. Er war sicher ein bürgerlicher Ästhet, das war er, glaube ich. Also er hat Ästhetik per se als hohen Wert schon für sich,
also Proportionalität, alles, das sozusagen alles am rechten Fleck ist. Mein Gott, da sieht man, wie gut es wäre, ich werde es weitergeben und werde den jungen Leuten sagen, tut es alles schön aufheben, es kommt einmal der Tag, da kommt die Ausfragerei. Wir hatten der geheißen, ein Grafiker, der Haus beim Zeiger waren sie. Also überhaupt war das in Wien, war der scheinbar mehr bekannt wie im Allgemeinen in Tirol. Die Mischung von Wissen, was er will, den Humor, ich glaube, das ist schon eine gute Mischung, gell? Na, immer wieder, und ich will wieder was gesehen haben, war ich begeistert, wie er das macht. So, ja. Was ja die Auftraggeber sehr gerne mögen, die mögen sich oft lesen und oft sehen, gell? Einmal noch da und nachher noch mit einem kleinen Zeichen und so, das hat er gar nicht mehr. Ich habe mir gesagt, wenn er auf ein weißes Blatt einen E-Punkt macht, dann ist der auf dem richtigen Fleck. Es hat in Innsbruck immer noch ein paar Nachkriegsfanatiker gegeben und die haben ihn öfters mal zu ihrem Ratschaftstreffen eingeladen. Gell? Und da hat er offiziell im Atelier gesagt, nein, hat er gesagt, da gehe ich nicht hin. Ich war ja im Krieg lang genug benannt mit denen. Gell? Wie soll man sagen, das Beobachten in der Druckerei auch, auf was es in der Druckerei, auf was es ihm in der Druckerei drauf ankommt. Gell? Er hat doch ein großes Selbstbewusstsein gehabt. Gell? Ich habe den Entwurf vom Herrn Professor Zellner bekommen. Gell? Da kann einer 10 Werbeagenturen haben und bringt ein Ding heraus. Gell? Aber er hat es auch verstanden, seine Position dezent zu vertreten. Eine Zeitgeschichte ist deshalb so interessant, weil man unsere Gegenwart nur verstehen kann, wenn man die Geschichte ein bisschen kennt. Sonst weiß man nicht, wo man ist und in welcher Zeit man ist. Das weiß man nicht, wirklich wahr. Weil wir waren einfach Kinder unserer Zeit. Wir waren die typischen 50er, ja? Teenager in den 50er Jahren. Ja? Da war das so geprägt und das war, endlich war das ganze, der ganze Mist, dieser ganze Nazi, diese Stinkereien bildnerischer Art und so weiter, das war vorbei. Ja? Und jetzt war da eine neue Welt, nicht wahr? Das ist eigentlich genau das, was jetzt in den 50er Jahren interessant ist. Ja? Das war ja stilistisch etwas, was alle ganz jungen Leute sehr angesprochen hat. Die Alten haben gesagt, was macht denn der? Ja? Weil es stark abstrahierend war, ja, und so reduzierend aufs Wesentliche und zeichenhaft und so weiter. Das, die Leute haben ja damals noch total naturalistisch gedacht. Ja. Aber es war immer sehr wichtig, dass das Symbolische gestimmt hat, ja, was sehr wichtig für die damalige Gebrauchsgrafik war, symbolisch. Und auch die Verständlichkeit, es musste erkennbar sein. Worum geht es denn da? Er hat ganz bewusst und man kann auch sagen, dem Lehrplan eben entsprechend, nicht wirklich Gebrauchsgrafik gemacht, sondern er hat einfach gestaltendes Malen und Zeichnen mit Blickrichtung auf die Gebrauchsgrafik gemacht. In den 5 Jahren, die dann an der Angewandten war, hat mir kein Lehrer, kein Professor so viel vermitteln können wie der Arthur Zeiger. So was Freundliches, sanftmütig geradezu. Er war schon natürlich autoritär wie alle, hat man ja damals als Lehrer einfach sein müssen. Nicht? Aber von einem herzlichen Interesse am Wohlergehen der Schüler. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Professor Arthur Zeiger war eine stadtbekannte Persönlichkeit, ja, und war ein liebenswerter Mensch und ja, war sehr beliebt. Und ich glaube, es hat damals nicht viel Grafiker gegeben. Man hat also
den Besten gesucht und das war der Professor Zeiger. Nicht? Ja. Wenn es gegangen ist, eine Schrift genauer die Abstände aufzuteilen, das hat müssen immer nach Augenmaß sein, nicht? Weil jeder Buchstabe hat einen verschiedenen Raumbedarf und das musste alles in Harmonie sein. Also da war es sehr heikel. Ja. Und der Professor Zeiger war ja eine Autorität und er wollte schon seine Idee durchsetzen. Nicht? Ja. Ja. Er hat uns dann dieses Oval mit Walde und sowas wie eine Krone drauf, also wieder das W, das müsste man dann irgendwo... Das haben wir so, da im Fundus. Genau, ja. Da, ja. Hat er uns entwickelt, das ist dann auf allen Seiten hinten aufgestempelt gewesen, aber auf den meisten, ne? Ja. Es waren zwei Räume eigentlich. Das eine war... waren ungefähr gleich groß. Er hatte kleineren Raum gehabt, das war aber eine Verbindung. Das war ein eigener Eingang vom Hausgang her, direkt vom Lift herauf und so weiter. Neben seiner Wohnungstür, die waren knapp nebeneinander da. Ja, kein Pipapo, sondern alles technisch irgendwie Ding. Und er, der Professor selber, hat einen bescheidenen Arbeitstisch gehabt, der war so leicht gebogen, den gibt es heute auch noch wahrscheinlich, und einen normalen Sessel dazu. Und davor ist eine kleine Sitzgarnitur gestanden mit einem kleinen Tisch und fertig aus. Also es war ein sehr exaktes, gutes und zeitweise sogar sehr familiäres Dasein, ja, muss ich sagen. Was mich besonders gefreut hat, das war die Stunde nach dem Mittagessen zwischen 2 und 3 eine ernste Musik gespielt worden. Ja. Und das war fantastisch. Du hast nichts geredet, gell? Höchstens über das, was gespielt wird. Das eine gefragt, ist das jetzt ein Mozart oder ist das ein Bach oder ist das sonst was? Da hast du dich irgendwo innerhalb der Arbeit aufgeblüht. Also er hat immer gesagt, die Musik ist eine fünfte Dimension. Und er hat, wenn er gearbeitet hat, im Atelier immer den Radio laufen gehabt, hat immer klassische Musik gehört. Wenn man über irgendein Musikstück, ein klassisches, geredet hat, dann hat das am Vorpfeifen können. Wenn er irgendwo was gehört hat, hat er gewusst, was es ist. Also er hat da Wahnsinns... Gehör gehabt, auch ihres musikalisches Wissen und Verständnis. Und er hat auch selber Geige gespielt. Ja, aber nicht bis zum Schluss. Und ich glaube, dass das auch Einfluss gehabt hat auf seine Arbeit. Also ich musste nur in Matthias durchschauen und da war mein Aquarellkasten und da muss ich schon, das ist so der Hingang und dann ausschneiden und einkleben und um 12 kommt dann die Sakura. Dann schaut er mich an, dann sagt er, was, Sie sind fertig? Ich natürlich Werbeagentur geschädigt und sage, ja, hier, das, da habe ich die Entwürfe und das habe ich, das eine habe ich gleich ausgeführt. Und dann hat er gesagt, ja, sind Sie auch zufrieden? Dann habe ich gesagt, zufrieden noch nicht, man könnte schon verbessern. Dann habe ich gesagt, so, jetzt legen wir alles zur Seite und Sie haben eine Woche Zeit. Jetzt stellen Sie sich vor, was für paradiesische Zustände das waren. Weil sowohl in der Akademie natürlich auch und in der Schule, ich hatte ja endlos Zeit, ich wollte probieren, was kann ich machen, was kann ich. Ja, das war sozusagen. Und durch einen glücklichen Zufall treffe ich eine Bekannte und die sagt, du, ich habe gehört, die Mitarbeiterin von Zelger geht, wäre das nicht was für dich? Ich sofort hin und er war glücklich und ich war glücklich. Und so bin ich bei ihm gelandet und das waren wirklich meine 3 schönsten Jahre der Arbeit. In dem Raum, in dem ich gearbeitet habe, war ein riesiger Planschrank. Und da sind die wunderbarsten Plakate gelegen und auch die Entwürfe, die hat er damals zur Druckerei gebracht. Und die sind dann dort geblieben. Wenn ich daran denke, Originalentwürfe, wenn man denkt an diese ersten Arbeiten, diese herrlichen, wie das mit dem Spritzgitter noch gespritzt hat, diese... Hier, oder
Oder die Martha, das ist ja seine Frau, das wissen Sie wahrscheinlich. Wie hat das gemacht? Das waren ja alles Originale. Und die hat leider sind die alle, das ist die Martha, ja, auf der Seegrube. Und die hat da alle hat er beim Druck reingelassen. Er hat mich dann immer gerufen, wenn er einen Wurf gemacht hat, und hat gesagt, also, damals noch sie, dann du, jetzt huste ein bisschen drüber. Das hat geheißen, jetzt sag deine Meinung. Aber dieses Glücksgefühl, das würde ich jedem eigentlich wünschen. Und Sie kennen das, wenn man die ganze Nacht gearbeitet hat. Ich habe früher da in dem Zimmer gearbeitet, habe ich einen Tisch so hineingestellt und Musik für die Nachtarbeit. Und dann habe ich meine Entwürfe gemacht, weil es in der Früh war. Dann musste ich zur Druckerei ohne Schlaf geradelt hinunter zum Jenny. Was für ein Glücksgefühl. Ich habe etwas gemacht, das gebe ich jetzt in die Druckerei. Das haben wir gesagt, auch bei den Briefpapieren hat es plötzlich, hat einer angefangen mit Linolschnitt am Briefpapier oben Symbole und Signes zu zeichnen. Ja. Ich habe gesagt, das muss man sich vorstellen, dass sich junge, angehende Jungmänner Briefe schreiben mit einem Symbol drauf oder Kelch drauf ist oder am Monstranz oder eine Kerze mit Flammen zu Weihnachten und so weiter. Das war damals im Untergrund. War das so? Man hat die ganzen Jahre bis herauf zum letzten Ding, hat es in den, innerhalb der grafischen Ding nur einen Grußkontakt gegeben, würde ich sagen. Wenn man sich in der Druckerei gesehen hat, dort. Jetzt hat sich vieles geändert, mein Gott. Also für uns war die Schweizer Grafik doch irgendwie ein Vorbild. Die polnische Grafik, die Schweizer Grafik und dann auch die deutsche Grafik. Ja? Ja. Bei uns ist ja das erst aufgebaut worden. Und das ist auch von Westösterreich, Vorarlberg gekommen. Ja? Die Vorarlberger waren da federführend durch Neue von der Schweiz. Ja? Mhm. Also wir haben ja von der Pike auf sozusagen gelernt. Also wenn einer auf der Akademie da getroffen hast, also heute halt in der Klasse, haben die wenigen irgendwie technisches Können gehabt. Mhm. Zeiger hat natürlich auch ein Monopol gehabt. Nicht? Und der hat keine verlangen, was er wollen hat, mehr oder weniger. Und ich war da ein bisschen schüchtern, ja, oder? Ja, vielleicht mag ich eh schon gescheit, dass also dass also für jeden von uns es überhaupt keine Relevanz hat, dass wir sagen, wir sind der Tiroler. Ja, das Bild vom Sommertourismus, das war der Wiener Bergsteiger, nicht? In der Schnellsandknickebocker mit den Rottenstutzen und das Jankerle dazu. Das war es nicht. So geht man am Berg. Nicht? Das ist Schatzen und das ist das. Aufgeblähte Satteldach, das ist viel Blumen, das ist viel gute Musik, nicht möglichst laut. Das ist mieses Essen, nicht? Was ich dann thematisiert habe und. Also da hat schon ein paar so einen Kriterienkatalog. Eine Ästhetik hat damals überhaupt keine Rolle. Das war eine technokratische und eine ökonomische Aufbruchstimmung, die man sich ja gar nicht vorstellen kann. Ja. Was das Differenzierende von anderen Schriftzügen abgrenzt einerseits, oder wie dieser Schriftzug eine Konnotation per se aufs Land herstellt, etc. Diese ganzen Überlegungen sind vielleicht bei mir im Unterbewussten abgelaufen, oder was? Nein, das Tirol-Logo ist entstanden. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aus einem Inserat. Er hat für irgendeine Zeitung, wo die Tiroler Fremdenverkehrswerbung inserieren wollte, hat er ein Inserat machen müssen und das war nur so eine Fußleistenanzeige, also ganz breit und ganz es waren mehrere Inserate. Und da hat er sich überlegt, was mache ich mit so einem flachen, breiten Ding und hat diese Schrift entwickelt, wobei es da ein paar Variationen von diesem Tirol das gegeben hat. Also mit dem I-Punkt es im T. Es gibt das O rund, es gibt das O als Hochformat und als Querformat. Ja. Hat es aus diesen Anzeigen gegeben. Er hat gefunden, das ist viel wirkungsvoller, wenn man das so variieren könnte. Und er hat bei den Gelsner gefunden, das
Also er wollte es nicht in so einem Er wollte es nicht. Er wollte es nicht als Negativschrift in einem roten Kastel, weil er gesagt hat, da könnte auch ORF dort stehen und keinem das auffallen, oder? Und für dieses Innsbruck zum Beispiel, da, davor, ja, da hätte er sehr gekämpft, weil die Stadt, ja, Innsbruck hat ja ein Logo gesucht und da hat er mitzuspielen probiert und da ist aber dieses ganz komplizierte andere Logo, jetzt das der Vorgänger von dem jetzt, jetzt hat man dieses Ins, Apostroph, Bruck, was ja sehr modisch jetzt ist, dass man solche Sachen macht, aber ich glaube, ein Ausländer liest da nicht Innsbruck, weiß es nicht. Es würde aus seiner Sicht auch nicht die Anforderungen erfüllen, die an ein Logo gestellt werden. Da war er immer sehr streng. Er war ja jetzt schon bekannt, er hat ja in Wien schon Preise gemacht und er hat auch hier gleich begonnen zu arbeiten. Und deshalb hat ihn der Puntilla gleich an die Schule geholt. Er hat ja, glaube ich, die Lehrpläne selbst geformt, nachdem er begonnen hat. Und hat praktisch, er hat eine Sonderstellung gehabt. Er konnte auch weggehen, er war dann manchmal ein, zwei Stunden weg und ist dann wieder gekommen. Also das, er war wirklich, ja, die führende Persönlichkeit. Ich glaube nicht nur für mich. Natürlich war das ein Segen für die Schule, so eine Persönlichkeit zu bekommen. Der hat ja die Generationen gebildet. Er war natürlich eine Erscheinung schon als Person. Und ich war gleich fasziniert. Er war der erste Mann, der mich gesitzt hat übrigens. Er hat damals schon gesagt, Fräulein Kuhn. Und ich war so ganz erstaunt. Und wir sind natürlich alle gegangen. Alle Schüler sind gegangen, wenn sie ins Kino gegangen sind, ja, rechtzeitig, damit man seine Dias sieht, vom Café Claudia. Und das war ja, das hat man sich schon gefreut, jetzt kommt sie, ich weiß mit meiner Freundin, du, ja, rechtzeitig, weil wir müssen unbedingt unsere Dias ansehen. Ja. Und er ist dann durch die Reihen gegangen und immer hinter den Schülern. Und ich war, was wird er sagen, was wird er jetzt sagen zu den Entwürfen? Man muss ja die Entwürfe hinlegen, die sind hinten gestanden, hat über die Schulter geschaut und hat manchmal lange gar nichts gesagt. Viel später hat er mir dann erzählt, er hat deshalb nichts gesagt, weil er nicht wusste, woran es liegt. Woran liegt es, dass der Entwurf noch nicht, wie man ihn verbessern könnte? Was kann ich dem Schüler sagen, damit er selbst drauf kommt, was er daran verbessern kann? Seine ganze Arbeitsphilosophie beruht, glaube ich, darauf, dass er nie mit seiner Arbeit zufrieden war, sondern immer versucht hat, zu verbessern. Also es war nicht nur das, was mache ich, sondern wie mache ich das? Wie kann ich einen Gegenstand vereinfachen oder ein Tier vereinfachen, einen Menschen vereinfachen? Welche Techniken habe ich zur Verfügung? Wie kann ich das Charakteristische eines Motivs noch verstärken? Ja, und wie unendlich ist doch die Vielfalt. Was kann ich alles entdecken? Was kann ich erleben? Und das ist natürlich mir sehr nahe gegangen, weil ich die Möglichkeit gehabt habe, nicht nur in den verschiedensten Techniken zu arbeiten, sondern auch formal alles Mögliche auszuprobieren. Und das Schöne daran in dieser Zeit war, was heute leider auch in den Schulen ganz vergangen ist, er hat den Schülern unendlich Zeit gelassen. Die HDL-Malerei war im Krieg nur einjährig, obwohl sie dreijährig sonst wäre. Weil die Einjährige ist schon recht, aber der Krieg war aus und der Arthur Zelger wurde unser Professor in Grafik. Für ihn war das ja auch ganz was Neues. Ne? Natürlich, aber sehr bestimmt. Und hat so seinen Witz da gemacht, wenn es ihm schon gar nicht gepasst hat. Gell? Also er war einfach, ja, sehr gut. Er war gar nicht so, ich habe ihn nicht als Lehrer so empfunden, aber er war ein guter Lehrer, ja. Er hat gut gelehrt. Die Komposition war ihm da sehr wertvoll. Eben, dass das einfach, ja, dass das ein Gesicht hat. Und da hat man schon ein bisschen fleißig sein, weil
von Stand aus so Schriften machen. Das ist nicht so, gell? Er hat manchmal Aufträge gehabt und da haben wir nachher haben wir alle daran gearbeitet. Und wer hat uns einen Auftrag gegeben und dabei haben wir dann gemacht. Und da hat er dann geschaut, wie weit jeder kommt und wie gerne jeder weiterkommt. Den hat er dann geholfen und sonst war das. Und über seine eigenen Aufträge hat er da geredet? Nein. Mm-mm. Hat er nicht. Aber er hat selber auch gesagt, Gebrauchsgrafik. Ja, der Unterricht war immer lustig. Also da gibt es viele Geschichten natürlich. Also er war sehr beliebt, obwohl die meisten haben gesagt, sie fürchten ihn, aber er hat immer gesagt, ich habe ja nie wem was getan, ich habe nie wen fliegen lassen. Und man hat sich einfach vor ihm als, ja, verbal hat man sich gefürchtet, gell? Weil wenn wer zu spät gekommen ist, dann hat er einfach nie wissen wollen, warum der jetzt zu spät kommt. Und dann hat man sich schon gar nicht mehr, wenn man zu spät gekommen ist, eine Geschichte ausgedacht, warum es ist, sondern hat sich einfach niedergesetzt. Und oft hat er mir gesagt, und jetzt kommen Sie mal heraus und was ist jetzt heute passiert? Und dann hat derjenige natürlich gar nicht gewusst, was er jetzt sagen soll, weil er sich nichts ausgedacht hat. Wenn man ihn loben wollte, ja, wurde als Künstler, also der große Künstler, der große Grafiker, der Künstler Zelger und so weiter, und das wollte er nicht. Das hat er mir auch immer betont mir gegenüber, er fühlt sich als Gebrauchsgrafiker und das kommt natürlich, glaube ich, aus der Zeit bei Binder. Binder ist ja der Erste, der eigentlich die Gebrauchsgrafik als Arbeitsfeld oder als Berufsfeld etabliert. Er ist ja der Erste. Er war natürlich die Größe im Lande. Ja, er war der Gebrauchsgrafiker im Lande und er war auch der Erste, der eine Ausbildung dafür hatte. Sie müssen sich vorstellen, es gab nichts. Man hat Malmaterialien auf Lebensmittelmarken bekommen und es gab keine Sammler, es gab keine Sponsoren, es gab kein Ausstellungshaus, aber man hat am Anfang schon sehr vieles angedacht, was jetzt immer noch diskutiert wird. Er hat immer gesagt, ich bin Gebrauchsgrafiker. Ja? Ja. Also die Malerei war immer so nebenbei bei mir dabei. Mhm. Nur, du weißt ja, wenn man in der Grafik arbeitet, dann arbeitet man anders wie in der Malerei. Das heißt, in der Malerei ist man nachher zu exakt und so irgendwie. Gell? Und du musst frei sein in der Malerei. Ich war von Haus aus ein sehr begabter Mann. Das muss ich jetzt also sagen, vor die Film bleiben. Ich liebe die Landschaft. Meine ersten Zeichnungen aus dem Fenster waren Landschaften. Na, also sowas kannst du ja nicht machen. Was tust du, da verhungerst du ja oder so. Und das war ja auch. Weil das auch kein Beruf war damals. Eigentlich. Schon gar nicht bei uns da. Nein, es war selbst nach dem Krieg, wo er da hergekommen ist, vielleicht, ja. Wo er sich überlegt hat, ist es überhaupt möglich, in Tirol als Grafiker zu leben? Also, weil er ja eben nicht nach Wien gehen wollte und er hat sich dann durchgerungen, also da auch nicht nur für sich selber, sondern für diesen Beruf an und für sich da was aufzubauen oder Wege zu ebnen. Oder? Er hat das eben mit Psychologie und Logik und Funktionalität, was aber nicht ausschließt, dass ein Werk der Gebrauchsgrafik nicht auch einmal Kunst sein kann. Aber es ist nicht Aufgabe der Gebrauchsgrafik, ein Kunstwerk zu sein. So, würde ich sagen. Ja. Passt das für dich? Mhm. Manches hat halt länger Gültigkeit, wenn man es ehrlich meint. Genau, das war sein Zugang, oder? Die Tiroler Künstlerschaft hat mich aufgenommen und da war ich dann bald einmal irgendeine Schaftlerin halt. Und da habe ich dürfen jährlich eine Ausstellung mir wünschen. Ja, ich möchte den Zelger ausstellen. Ich habe schon eine gute Idee. Er hat mir das erklärt. Ich habe gesagt, ich habe vor, eine Ausstellung zu organisieren. Ja, wie kommst du denn auf die Idee? Ich mache mich doch nicht lächerlich. Wieso? Ja, ich kriege Aufträge, die werden gut bezahlt.
Na schon klar, weil sie gut sind. Und dann soll ich das da aufhängen und den großen Künstler spielen? Na, also das kann ich vergessen. Nein, ich hab schon gewusst, wie wir das machen. Das war so überwältigend, diese Ausstellungseröffnung. Von Wien sind die Obersten gekommen. Der hat geschaut. Der Arthur Zelger war der erste Grafiker. Weil früher waren die Maler, die haben sich was dazu verdient, indem sie Grafik. Und er war ja bei den Malern nicht sehr beliebt, muss ich sagen. Er wollte nie Künstler sein. Wenn man gesagt hat, Künstler, nein, ich bin Gebrauchsgrafiker. Das war für ihn das Höchste. Aber er war in meinen Augen ein Künstler, weil er hat immer an sich gearbeitet. Er war nicht zufrieden. Und ein Schriftkünstler war er, ich bin überzeugt, wie kein anderer oder kaum ein anderer. Das war sein Leben. Ja, es war die Freude am kreativen, würde man sagen, einfach am kreativen Leben. Diese Lebendigkeit und immer was Neues zu entwickeln. Und auch die Zeitströme, wie Sie sehen, ihn aufnehmen und dann bearbeiten. Das ist ja das Wunderschöne. Er war Künstler, weil sonst hätte er sich mit 60 gesagt, so, Ende. Aber das, er war, also da muss ich dir, lieber Arthur, widersprechen, du bist ein Künstler. Absolut.